bedeutet für uns ein harmonisches Zusammenspiel von Materialien, Schnittführung, Verarbeitung. Und sie soll die Persönlichkeit des Mannes unterstreichen und sie sollen ihn nicht verkleiden. Ja, wir wollten keine vordergründigen Modellgesichter. Wir wollten einen Mann, der im Leben steht. Und das verkörpert Hans-Werner Maier perfekt. Er hat die Charaktereigenschaften, die Charakterzüge, die ideal mit unserer Marke zusammengehen. Authentisch, ehrlich, souverän. Er ist ein idealer Darsteller unserer Marke. Was ich von einem Anzug erwarte, ist entspannte Eleganz. Ja? Und in Deutschland gerät man als Mann immer ein bisschen in Verlegenheit, wenn man gut gekleidet sein will. In Italien ist es ganz normal, da tragen alle Männer gute Klamotten. Aber in Deutschland ist man entweder ein Modegag oder es ist einem vollkommen egal, was man trägt. Und ich glaube, dass Eduard Dressler da eine Lücke schließt. Weil die Anzüge nehmen modische Strömungen auf, aber ohne die Hysterie dieser Mode aufzunehmen. Das heißt, man hat, wenn man diese Anzüge trägt, erstens, sie passen einem gut, sie sind wie maßgeschneidert. Und man hat das Gefühl, dass man einfach entspannt damit durch die Gegend laufen kann und gut angezogen ist. Und das ist in unserem Land noch immer eine Seltenheit. Ich wünsche allen unseren Partnern und Freunden eine sehr erfolgreiche Saison mit Eduard Dressler.